Kompakte Highlights der einzelnen Tage kommen täglich versetzt auf dem Domo-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Okay, wie ist der Plan jetzt bei dir, Rätsmann? Bist du auch im Rücken gefallen? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe halt keine Energie und so gerade. Ich geh aber wenn Kevin jetzt sagt, es muss jetzt auf jeden Fall der Spritwoch heute sein, Bro, und so. Dann kann man, für mich, für mich passiert der Spritwoch heute, aber ja, du kannst auch gerne hier bleiben. Ja, also ich fühle mich gar nicht mehr sprittig gerade. Das ist doch nicht schlimm, dann mach doch einen entspannten. Wieso? Aber schau mal. Wenn du, ich gehe, wenn du gehst. Ja, GG, dann geht ihr beide nicht. Warum? Aber wenn ich gerade gesagt habe, ich fühle mich nicht nach Spritty. Aber wenn du jetzt so, vielleicht kann ich so ein bisschen. Du hast eine Folge Gaslight. Vielleicht kann ich so ein bisschen Gaslight, dass du mitkommst. Willst du jetzt einfach wieder in den Abend ruinieren, Dominik, oder wie? Digga, das wird mir zu kompliziert. Jetzt hier, ich oder was? Ich probiere einen Politik hier auf einmal, Bruder. Was geht jetzt ab? Wo ist denn der Spritty? Wir haben schon eine Bar gesagt. Ja, du meintest, ist das ganz auf Nein, warte doch mal. In einer halben Stunde geht's los, okay? Ist das abgefolgt? Die meinten irgendeine Bar, Digga. Ja, cool. Warte mal, Leute, ich hab's gleich. Indie-Bar, oder? Indie-Bar? Indie-Bar was? Ich glaube, Indie-Bar meinte er. Keine Ahnung, Bro. Ich glaube, Indie-Bar meinte er. Ich hab sie, Leute. Indie-Bar. In Lachs. 2 Kilometer entfernt. Sieht übertrieben geil aus. Hier. Achso, warte. Wie Indie, I-N-D-Y. Ne, wie Indie, wie eine Indie-Band. Ah ja, ne, I-N-D-Y, ja. Sieht hart aus. Guck mal hier. Schauen Sie an. Also Miguel macht einen Gesichtsausdruck, als ob es gar nicht. Da ist so eine Live-Band. Hier, guck mal. Indie-Lachs. Miguel würde gerne seinen Job tauschen für heute Abend. Oh, guck mal, hier steht aber dreimal Girls, Girls, Girls. Das ist eine Toilette wahrscheinlich, oder? Ja, das kann sein. Men. Okay, Freunde. Ey, das sieht aus wie ein Café von jemand, der in der Midlife-Crisis hat. Was ist das denn? Das soll ein Ich finde, das sieht eigentlich ganz fresh aus auf dem Bild. Ihr müsst euch die jetzt halt voll vorstellen. Die ist jetzt halt leer. Ja, okay, aber okay. Voll mit. Also mir wurde. Ey, die ist auch barrierefrei wieder. Da kannst du mitkommen. Hat Spaß. Ich glaube aber, wenn die voll ist, dann. Das sollte passen. Wenn man voll ist, dann ist gut. Nee, nicht. Also das auch. Alter, aber es gibt dort einen Fondue-Automat. Und da hast du mich schon wieder. Okay. Ey, das ist ein geiles Video. Ich komme mit und hole einen Fondue-Automat und geh wieder. Das ist ein geiles Video, aber. Ich teste den Fondue. Also hier steht, schöne Bar, der Treffpunkt für tolle Leute. Und ich finde, das passt zu uns. Leute. Ja, da muss Milan doch hier bleiben. Scheiße, Digga, stimmt. Ist das krank, das war so ohne Not gerade. Eigentlich ist das gut, weil die wollen ja dann alle mit dir reden. Das heißt, wir können irgendeine andere Ecke geben. Oh mein Gott, ja, du hast dann wieder diesen ganzen Chili-Referenten. Ja. Nein. Sonst können wir in die andere Ecke gehen, trinken, das ist gut. Es wird sagen, ey Leute, ihr müsst mit mir jetzt ein Bier trinken. Und dann und dann kommt ihr auf einmal mit 8 Bier an und dann trinken wir die. Nee, du machst die Decoy. Wir gehen in die andere. Oh. Nein, Bro, ich will einfach auch normal da sein. Wir gehen in eine andere. Das stimmt. Als wenn so ganz Lachs in diese Bar geht. Kevin, beide Streams mit und gehen in eine andere Bar. Ich glaube schon. Also ich wurde gerade von dem Verkäufer in dem Sportladen schon angesprochen und erkannt. Und dann meinte ich so, ja, ich habe schon gehört, das hat sich rumgesprochen. Er meinte, ja klar, wir kennen euch alle hier. Das ist wirklich chillig. Also wir sind da gerade langgelaufen und kurz bevor wir ins Auto eingestiegen sind, kam so eine Frau vorbei, die wir gestern auch im Laden getroffen haben, meinte so, wie geht's dem Rücken? Ja, gut, danke. Wir sind ja die YouTuber, Leute. Ja. Irgendwann sieht der Vermieter das auch, ne? Das muss uns auch. Ja, das ist auch schon lange an, Bruder. Der sitzt da schon und guckt schon, was wir hier mit seiner Butze machen. Passt natürlich auch auf, keine Sorge. Boah, ich bin so froh, dass du dieses Mal den Mietvertrag unterschrieben hast. Du kannst jetzt. Warte, ich hab nichts unterschrieben. Deine Mom. Ah doch, ich hab was unterschrieben. Meine Mom hat mir mal irgendwann was geschenkt, meinte, unterschreib mal hier. Da hab ich dann gesagt, okay, dann hab ich aber. Ich bin so froh, ich zieh mich da komplett raus. Kaution aus mir egal. Brauch man nicht. Na, ich würde das dann schon weiter berechnen, Mike. An mich, ne? Ja. Die Indie-Bar im Rox Resort steht für jungen Style in Sachen Musik. Oh Gott, das hört sich so scheiße. Ich hab's extra nicht vorgelesen. steht für jungen Style in Sachen Musik, Ambiente, Drinks, Snacks und Games. Das hört sich so arsch an. Und Games? Im Indie kann man einen guten Tag am Berg in lockerer Atmosphäre ausklingen dann lassen. Dann hat er 2 Bilder von der leeren Bar reingepostet. Das sind 2 Bilder von der leeren Bar. Wäre auf jeden Fall krass. Ich will jetzt auch keinen schlecht reden, der hier gerne in die Bar. Ja, was bist du da? Saure Würmer? Von Trolli. Ah, okay. Saure Würmer. Würmer. Also, ich fände schon witzig. Klein und groß. Lecker saure Würmer von Trolli mag ich auf meinem Schoß.
Bruder, das war so unfassbar unangenehm. Bläh, schmeckt's dir? Ja, na klar. Ich muss meinen Kopf kühlen. Ich glaube, das könnte auch eine der einzigen Feiersachen sein, die wir mit Stream machen könnten. Ne? Mhm. Weil diese ganzen Skilehrer und Skilehrerinnen interessiert das auch eh nicht. Die haben doch eher Bock darauf. Ja, glaube ich auch. Was ist denn hier der Vibe? Was ist der Vibe hier? Jungs, Pfeifhead, ihr müsst Kevin ans andere Ende stellen, wo nicht die Bar ist. Punkt. Dann könnt ihr ohne Wartezeit Bier bestellen, weil alle bei dem sind. Ja, dann sehr stark. Später. Stark. Das ist stark. Als wäre ich so ein Magnet, Bro. Doch. Wie wenig Selbsteinschätzung kann man haben? Schauen wir mal, wie die Aussage altert. Schau dir mal dein Leben an. Leute, wir gehen da einfach rein und haben einfach einen normalen Abend in der Bar. Jo, safe. Stimmt. Auf jeden Fall. Kannst du dich noch an die Chiago-Crowd erinnern? Oh mein Gott. War auch ein normaler Moshpit, ne? Ja, ja. Was? Mein großer, saurer Wurm sitzt immer auf meinem Schoß. Safe auch beim Spritfach sein. Haha, viel Spaß euch noch für die nächsten 2 Wochen. Liege krank im Bett und schaue schon die ganze Woche den Stream. Enjoine, ich sehe hier. Vielen Dank. Hellhäutig. Das ist wegen dem Emoji. Das ist wegen dem Emoji, Leute. Okay. Alles gut, keine Sorge. Warum liest er das aber vor? Mann, ich weiß nicht, immer wenn halt bei diese neuen Emojis, die man so mit verschiedenen Hautfarbentypen machen kann, ja. Die liest er dann nicht aus. Die gibt es schon vorher. Ja, aber die sind ja relativ neu. Also seit 2 Jahren oder so. Oder 5. Oder 10, actually. Ja, und die liest er immer so vor, oder? Hellhäutig. Hellhäutig. Was sagt er aber zu den, es gibt ja da irgendwie so 5 Hautfarben. Was sagt er da noch? Also dunkelhäutig gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man die Unterstufungen dann nimmt. Ja, ne? 20%. Vielleicht sagt er bei den helleren hellhäutig und bei den etwas dunkleren dunkelhäutig und dann bei 3-3, weißt du, so Hälfte, Hälfte. Oh, finde ich aber, da werden aber Sachen in den Topf geworfen. Ja, finde ich auch. Find ich auch nicht. Über einen Kamm geschert, find was nicht in Ordnung ist. Naja, da müssen wir nochmal dran, Apple. Ey, wir können uns auch wirklich aufteilen. Ja, doch, ich habe kein Problem. Ja, du sitzt doch hier und Haares, Bro. Nein, ich weiß nicht, ob es dann los ist, wenn wir jetzt irgendwie alleine gehen oder so. Na, wegen uns? Ja. Bro, wenn ich weiß, du hast darauf Bock. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ich check das und ich habe auch nächste Woche darauf Bock oder so, aber bis heute einfach wirklich den Tag heute einfach nicht, dann kannst du doch da gehen in Ruhe, Bro. Kannst du wirklich? Geh da in Ruhe, mach da dein Ding. Sei der Star, der du sein willst. Ja. Oh, okay, Bro. Ja. Lass ihn feiern. Nimm die ganze Crowd. Die Schiene werde ich hochheben. Kevin, nimm die ganze Crowd in dir auf quasi, okay? Nimm die Addings mit, ich nehme Energie. Ihr seid solche Dummen. Nimm die Kamera mit von Miguel, das könnte professionell fahren. Du kannst doch eine Autogrammkarte rein. Autogrammkarte habe ich auch dabei. Fotos da machen. Die Leute kennen dich, die Leute lieben dich. Sei der Star, der du geboren wurdest. Gib den Leuten das, was sie wollen. Nimm ein paar Red Bull-Dosen mit, die du unterschreiben kannst. Also cool. Ja. Hey Leute, ich bin von Red Bull gesponsert. Sieh noch die Mütze da hinten auf, die Red Bull-Mütze. Ja. Hat er das schon. Ich hab eine Red Bull-Mütze auch. Das ist krass. Und hast du eine Brille nicht auf, oder was? So, die Red Bull-Mütze finde ich so geil, Alter. Die finde ich richtig geil. Geh verdammt nochmal saufen. Ja, also ich bin down. Also wer irgendwer jetzt mal abseits davon, dass er gezwungen ist oder so, mit dabei. Also ich meine, das sind die beiden. Ich meine jetzt mal ernsthaft, hättet ihr Bock oder nicht? Ich ja? Ja. Wie geil ist das Medium? Ja, so Medium. Okay, okay. Ja, ich muss aufpassen, dass du nicht stirbst. Du musst nicht mitkommen. Musst du nicht. Mike, denkst du, wenn du nicht mitgehst zum Skiabend, dann stirbt Kevin. Kevin, was körperlich passiert? Ernste Frage. Nee. Heikes Klapp? Nee. Würdest du für ihn ein Messer ziehen? Da kommt dann mit Messer an. Was geht jetzt ab? Ich wollte gucken, okay, hast du es gehört? Ja, aber andersrum ja auch. Selbstverständlich, warum sollte er auch? Würdest du die Kugel fangen? Was? Würdest du die Kugel fangen, Kevin? Aber nicht glücklich? Ja, nicht glücklich. Auch nicht. Nee, okay, aber wenn sie Kevin damit stirbt, ja. Oh. Aber du kriegst ihn nur nicht tödlich. Ja, du kriegst nur so. Ja, dann würde ich es machen. Du kriegst ihn hier okay, so durch, aber es aber das ist ja. Aber du weißt es ja nicht. Nein, du weißt es nicht. Also, wenn ich jetzt wüsste, die würden mich streifen, wenn ich mich da hinstelle. Ja, aber nee, du könntest deine Hand nicht mit deine Hand, deinen Arm könntest du reinwerfen, dann würde ich vielleicht deinen Knochen ein bisschen abschneiden. Ja. Leider stell dir vor, der kommt ein Mörder, aber der schreit: Ich mache einen Schreibschuss. Ja. Und dann kannst du sagen: Jockey, take ich. Hä, nee, aber dann kann ja auch Kevin den Tank nicht. Er sagt, ich war ein Streifschuss, wenn ich jemanden reinwerfen würde, aber Kevin ist zu dann würde ich mich freuen. Okay. Ja, korrekt. Technisch gesehen, Bro, wir sind um 21 Uhr wieder da. Ja. Technisch gesehen. Wir können auch dann noch immer noch irgendwie chillen. Nee, Kevin, du hast doch nicht gesagt, technisch gesehen, weil wahrscheinlich wirst du überredet, weiterzugehen. Wir sollen die ganze Situation, die Analyse-Ecke einmal analysieren lassen. Stell dich auf. Nein, ich stell dich bitte auf. Das ist wieder Welt, die Analyse-Ecke von Summoners Inn, vielleicht kennen noch ein paar Leute von so, wir haben jetzt ein Problem, wir haben einen super Weltstar.
Mann, fuck man. Gefällt mir das hingeht, die Analyse. Wir haben zwei Betreuer und einen Manager. Und dann haben wir noch zwei... Es ist so. Und dann haben wir noch hier uns beide halt. Uns Unbeteiligte. Unbeteiligte, so. Die Content-Säulen. Dann haben wir noch zwei Content-Säulen. Also in keiner Form in der Betreuung des Superstars verantwortet. Genau, genau. Nur aber für den Content wichtig. Ja, das für die Analyse. Ja, das war krank alles. Jetzt ist die Frage, die Betreuer und der Manager sind quasi gezwungen, den Star zu begleiten. Ja. Auch aus Angst, den Job zu verlieren. Ja, auch ganz klar, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Die Content-Säulen sind aber komplett am Arsch. Keine Content-Säulen mehr. Wir sind schon lange nicht mehr. Wieso diese Säulen so im alten Griechenland, die so schon kaputt sind? Nein, die Leute, die halten da so ein Bild hin, so durchsichtig, wie es mal war. Wie es mal war, und dann sind sie da so. Sollten den Schienentum von Pisa halten sollten. Ja, weißt du, aber es hat nicht gut geklappt. Das sind wir. Crumbled, Alter. Wir waren so, und jetzt sind wir so. Und jetzt? Aber können wir es vielleicht nochmal so auf dieses, also ein bisschen hocharbeiten. Jetzt müssen wir diese ganze Situation halt analysieren. Ne? Jetzt bräuchte ich mal einen Replay von heute Mittag, als ich es nicht hingelegt habe. Okay. Einer hat geschrieben, bitte geht heute saufen. Tim sieht sonst Tag für Tag trauriger. Nee, Tim hat wirklich Bock. Also Tim hat wirklich Bock. Ich habe ja Pause gemacht, aber ich habe trotzdem überall Muskeln. Wir sind auch hier reingekommen in dieses Haus. Und wir haben von draußen schon die Musik, die hat geballert, Alter. Irgendwie so, like a G6. Keine Ahnung. Der will sich heute die Kante geben. Der hat die Energie auch. Also wir müssen los, ne? Nein, wir können nicht los. So, warum nicht? Jetzt, Freunde. Das geht nur 2,5 Stunden. Wir waren ja locker 20 Minuten hin oder so. Lass mich doch kurz 10 Minuten rum. Ich glaube echt hier... Stimmt, was macht man jetzt? Ich glaube, ich bleib so. Klamotten kommt? Ich gehe so, wie du auch gehst. Also so relativ normal angezogen. Okay. Nur schlechter. Oder einen kleinen Sauni noch? Ja, also wenn du jetzt mit dem Stream in die Badewanne gehst, dann gehe ich mit zur Piste, dann gehe ich mit zum Dingens. Weil eigentlich wollte ich mich da ohne Stream ganz entspannt die Lego eine Serie schauen. Aber wenn du mir das jetzt wegnimmst, dann kann ich auch. Guck mal, lass ihn doch Badewanne machen und komm, wenn wir wiederkommen, gehst du Badewanne. Ja. Dann guck mal, ist doch viel geiler. Dann hast du nur drei Bierchen drin und guckst dann auch chillig. Oh Mann, ich hasse die Situation. Ich hasse auch die Situation. Na, Rita, die Leute, die mitkommen, ich kann da auch mit Tim alleine hingehen, Miguel. Rita. Ich weiß. Ja, also ist gar kein Stress. Willst du die andere Kamera mitnehmen oder willst du die? Die. Ganz kurz, Kevin, warum bin ich aus der Gleichung raus? Weißt du? Warum bin ich aus der Gleichung raus? Ja, weil du eh mitkommst. Du machst die ganze Zeit so auf, oh, ich will zu Hause bleiben. Und dann bist du gleich der Erste, der drei Shots bestellt, Alter. Oh, wir haben auch noch so ein Willkommenschampagner, ne? Oh. Ich weiß nicht, ob das für heute schon was ist. Ja, ich zieh mich kurz um. Wir machen mal einen. Ich zieh mich kurz um. Wo ist denn der? Kühlschrank. Das ist krank. Hier? Ja. Dieser Moe hier? Rätsmann. Ja. Der? Ich glaube, es heißt Moet. Was mache ich, wenn ich jetzt klecke? Soll ich es über dem Ding machen halten? Ich würde es da hinten über der Spüle machen. Kannst du die Kamera mitnehmen, Tim? Ja, wir werden abgeschossen. Hier ist eine stinkige Fischsoße. Und was sollen wir da draußen machen? Nein, schießt ins Treppenhaus. Das geht halt echt nur bis 21 Uhr dann, ne? Deswegen müssen wir los. Guck mal, ich mach grad Champagner auf. Wir kriegen da einen Stück Champagner mit und dann gehen wir da hin. Mann, lass uns den Mann in Ruhe. Mann, bitte, lass den Mann noch in Ruhe. Warum? Lass uns doch mit hingehen. Wenn du hin oder nicht, wenn du hingehst, dann geh doch hin. Aber ich will, dass du mit uns mitkommst. Warum? Wünsche ich mir einen, die sind noch witziger. Okay. Jungs. Oh, warum? Das ist die falsche Seite, warte. Wie falsche Seite? Ja, ich stehe hinter dir. Entdeckung! Wow. Oh, oh. Ich krieg's nicht auf. Oh, guck mal. Oh, jetzt. Oh, hier ist Mike Singh. Oh, Chris? Let's go. Ja, komm, wir gehen hin. Ja! Oh! Let's go, Alter. Okay. Aber nicht, dass du dann sauer auf mich bist, weil du jetzt hingegangen bist. Du musst dann wirklich... Doch, sei... Doch, Dominik, ich möchte, dass du den ganzen Abend sauer bist auf Wieland. Gib mir jetzt Champagner gleich anstoßen. Champagner! Warte, ganz kurz, wir bestellen dann ein Taxi, ne? Nein, ich hab nicht. Ich... Werde mir ein neues Glas. Hier, nein, hier ist es. Okay. Hol eins für Tim und darf korrigieren. Dann nimm doch Tim und ich hol eins für mich. Okay. Okay, dann warten wir noch kurz auf wieder. Fisch jetzt probieren. Jetzt ab, Alter. Oh, das sieht, nee, das sieht mega räudig. Wirklich, es sieht ultra räudig aus, aber es schmeckt richtig geil. Aus, das schmeckt vegane Schlemmerfilet, Leute, wirklich? Was einen Tag nicht gekühlt wurde. Ach, nervt doch jetzt nicht. Es wurde gekühlt, zwar nur nicht. Ganz viel Pusten. Ja, willst du noch weiter wegmachen? Ja, aber dann. Ey, vielen Dank für die ganzen Subs. Für alles. Geisteskrank. Ja, komm schon rein. Pusti. Ja, reich rein jetzt. Gib mir diesen gottverdammten Fisch. Und im besten Fall, wenn es funktioniert, seht ihr jetzt gleich, dass schon das voll solide, oder? Ich hoffe, es funktioniert. Übel solide. Konsistenz ist ein bisschen in den Arsch.
Geschmack ist sehr lecker, aber. Eigentlich ist das ja kein Freundeurlaub, weil Tim ist Mom, Miguel ist der Dad, Mike ist der Bruder, Reese die Tante und Romata der gestörte Onkel, der bei keiner Familienfeier willkommen ist. So, das war's. Ich trinke den und lege ihn in die Wand. Milan, wann machst du die Spätzle für uns? Oh nein. Da müssen wir nochmal einkaufen. Nein, Tim, das ist mir leid, das erinnert mich so oft. Alter. Mann, sorry. So könntest du doch einfach Betreuer 1, 2, 3 einfach machen. Boah, imagine, das wäre so bodenlos. Wo ist die 2? Darf ich Nummer 3 sein, dann bin ich am wenigsten verantwortlich. Nein. 1 ist am meisten verantwortlich. Ja, du bist die 1. Also, wenn ich jetzt, ich würde dir die 1 geben, dir die 2 und mir Geld greifen. Ich fände es geil, wenn Mike immer für alles die meiste Schuld bekommt. Kriege ich eh schon. Das ist auch gut so. Lena hat gerade schon gesprochen. Geht's dem Mann gut? Ich habe gesehen, dass ich... Ja, dem geht's gut. Ja, Lena, falls du es siehst, Mike hat heute nicht auf mich aufgepasst. Oh, Mike ist schon vor uns losgefahren. Wer weiß, wann es sonst passiert wäre. Ich musste selber filmen, auf einmal ist passiert. Wow. Naja, also wird sich den machen, aber naja. Das ist crazy. Das ist eine Spur drüber. Die Firma muss einfach schließen, wenn Kevin was passiert. So, und gib ihm. Dann folge ich Miguel. Wir warten noch auf Miguel. Oh. Hey, Miguel? Nein. Betreuer 3. Betreuer 3. Maul. Das ist voll degradieren. Betreuer 3. Mann, halt mal am Maul jetzt. Willst du auch ein Glas Champagner? Betreuer 3. Trinkt ihr alle? Ja. Trinkt ihr alle, jo. Aber ich glaube, es ist auch ein Freunde, so... auf den Spritbock. Auf den Spritbock. Auf den Spritbock. Oh, das wird schön. Und abstellen, bevor wir trinken. Richtig? Wie lange? Wenn ihr nicht abstellt, kriegt ihr Pech. Abstellen. Wer es abstellt, hat Riesenpech. Riesenpech hat er dann. Gott, oh Gott. Was für Pech. Boah, das ist gar nicht meins. Oder Wein haben wir auch noch. Ja, Wein wäre eher meins. Ja, ist ja okay, also jetzt ist, dabei. Wir haben jetzt alle ausgeschaltet zum Fahren. Jetzt müssen wir 2 Taxen holen, oder? Ja. Oh. Wo ist denn das? Naja, eine Schluck wird Mike jetzt nicht umbringen. Okay, wie lange willst du fahren? Oder? Weißt du was? Oh, wow, ich hätte heute auch kranke Fahrer-Energies eigentlich. Aber du kannst nicht fahren, oder? Ich kann das Auto von Tim fahren. Ah, da passen wir nicht alle rein. Wenn wir uns ganz doll... auf die Sitze setzen? Das ist nicht so ganz regelkonform und sowas würde ich onstream und auch natürlich offstream nicht machen. Ja. Aber sicher, dass du die Cam mitnehmen willst, nicht die große? Würdest du nicht ganz doll auf die Sitze wegen setzen? Licht und sowas? Weil das ist safe dunkel da drin. Das weiß ich nicht. Da sind genug Leute, die Cam, glaube ich, eine Kamera einfach Fleisch hat. Glaube ich auch, stimmt. Oh, Mann. Er kommt da rein, dann sind da eh alle Lichter auf ihn gerichtet. Ja, und dann ein Problem. Okay. Das wird super hell. Ja, ey, haben die U-Bahn-Dinger in dem Bums? Ey, wie viele Atzen sind wir? 7, ne? Oh, ey, ich hole mal ganz kurz einen Uber und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe herausgefunden, was mein Brett für ein Brett ist. Aber erzähl ich dir jetzt nicht, wie ich für den jetzt. Aber erzähl doch kurz. Nee, es würde mich mega interessieren, was dein Brett für ein Brett ist. Was ist für ein Brett? Es gibt verschiedene Formen von Brettern, die für verschiedene Sachen wichtig sind. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich es wissen will. Ich geh mal kurz auf Klo. Das ist so respektlos, das ist das krank. Er will uns was erzählen, was ihn wirklich im Ernst interessiert. Nein, was er in Erfahrung gebracht hat. Nein. Und dann fängt er an zu erzählen, anders. Und sagt, das interessiert ihn nicht und der geht aufs Klo. Das ist so anders. Ich sag Miguel, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Ich erzähl's ihm später. Kevin sagt, doch, erzähl. Dann fange ich an zu erzählen. Und dann wird das nicht mehr wissen. Aber die Idee, das war so krass, Alter. Das war übel. Kennt ihr das, wenn ihr neues Wissen acquired und das dann so weitertragen? Ja. Das ist deinen Freunden erzählen, weil du denkst, hey, die freuen sich, wenn das ich mich freue. Auch für euch ist das gutes Wissen. Ich will wirklich so als verschiedene als Wortformen. Hier kennen sie sich dann richtig, Alter. Wenn du ey, ich will's wirklich gleich wissen, aber wie bestellt man ein Taxi hier? Uber. Uber gibt's hier nicht, Bro. Ja, gibt's hier Uber. Guck mal, wo wir sind. Wie bestellt man hier ein Taxi? Anrufen? Anrufen. Oldschool. So oldschool. Ja. Wow. Wow. Boah, das müssen wir anders dann offstream machen wegen Adresse. Oh. Okay, Schnickschnack Schnuck. Das ist ja mega geheim. Der Verlierer macht. Die Adresse von diesem Haus weiß ich nicht. Mike muss mit sich selber so spielen. Oh nein, ich wollte es machen. Oh Mann, Alter. Wir wollen nochmal das mit links machen. Weil man besser 3 gegen sich selbst. Oh Mann, ist das alles kacke, Leute. Taxi aber auch teuer. Also Uber stand, dass die Fahrt 15 Schweizer Franken kostet. Das ist auch kein Uber. Ja, aber wenn einer kommen würde. Hä? Der berechnet doch die Strecke. Hä? Wie hä? 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 Was hä? Der nimmt die Strecke und sagt, man rechnet pro Strecke so einen Preis. Das kann der machen, wenn niemand in der Nähe ist. Ja. Du kannst jetzt einen Uber machen, keine Ahnung, von Mitte Sahara zu irgendwo hin. Mach mal. Mach mal. Von Mitte Sahara. Ich möchte jetzt sehen, von hier hin. Ich möchte mal wissen. Digga, ich weiß nicht, ob da jemand fährt, Bro. Es gibt Taxi-EU-App oder so. Fährt um die Uhrzeit noch ein Bus? Weil es ist 18 Uhr, real talk. Vielleicht haben wir Glück. Ich glaube, die fahren dann halt nur zurück, nicht dahin. Ja, ja. Weil es ist ja 18 Uhr praktisch. Hm.
Haben wir da recht gehabt, ne? Machen wir den Champagner leer oder was? Ja, wir komm hier. Natürlich machen wir den leer. Fill it up. Wir gehen doch alle jetzt, oder? Ja, jetzt gehen wir alle. Jetzt ist schon mal Family. Mach was, lass leer jetzt, komm, let's go. Family am minus eine Person, weil der macht Fotos. Wer? Ja. Ich? Mann, Leute, wirklich, ihr müsst aufhören zu tun, als wäre ich der Superstar, Alter. Ich bin immer noch der normale Typ. Mit der Red Bull-Mütze. Entweder Rezmann oder Wieland, könnt ihr ganz kurz Tilo schreiben, nicht der Rapper. Achso, was willst du von ihm wissen? Das sagt ihm, dass wir kommen und ob wir noch was mitbringen sollen, wa? Sag ihm, wir sollen einen roten Teppich für... er wollte, dass er möglichst viele Leute gathert. Die dann echt oh nein! Das ist so geil. Könnt ihr organisieren, dass alle Leute vor dem Club auf uns warten? Und Flashlight anhaben, damit wir keine Flashlight mitnehmen müssen. Das wäre so krank, wenn das wirklich passiert. Das wäre so geil. Ne? Die hören, schauen gerade alle zu, die machen das. Und du kommst da und sind da 500 Flashlights. Ihr gottverdammten Bastard. Ja, komm, wir fahren einfach hin und dann. Freenow gibt's hier nicht. Also, Uber nimmt hier keinen Schwanz an. Ja, da müssen wir anrufen. Mike. Tim. Mein Handy ist leer. Oh, Mike. Dein anderes? Das ist immer noch der Piste oben. Heute fällt der Fußbus. So viel zum Absetzen. Das Absetzen nach dem Anstoßen hebt das Anstoßen auf. Nein. Das ist Cap. Hey, du kannst mir jetzt nicht einfach kommen zu Leuten, die sich einen Brauch überlegt haben und einfach sagen, dass das was anderes ist, zu Opfern. Sorry. Der ist so sauer. Okay, Bier ist ausgerastet, aber das ist uncool, Mann. Das ist fucking scheiße. Ich bleib so und zieh noch eine Jacke an. Der perfekte Shirt für heute Abend. Du gehst nicht mit dem Papa-Platte-Merch-Shirt. Boah, hast du noch mal drei weitere? Boah, wenn wir alle gehen. Ja, ich hab meins auch dabei. Soll ich anziehen? Hast du eins auch dabei? Ja. Boah, Miguel hat eins auch dabei. Ich hab nie eins bekommen. Find doch, safe. Was, du hast safe eins? Nein, ich habe wirklich eins bekommen. Hast du eins bekommen? Nein, habe ich nicht, okay? Das ist tief. Ich habe es nicht bekommen. Tim, hast du deins auch zufällig dabei? Ich mein, was? Dein Merch-Shirt? Nee. Oh, zum Glück. Bless. Wenn wir alle dabei hätten, wäre lustig. Ja, unfassbar witzig. Das wäre richtig funny. Das wäre super funny. Digga, Lulz im Chat. Ich könnte mir gerade nichts Lustiges vorstellen. Und ihr habt alle einen guten Zug drauf. Ey, so, ich ja, ne? Ja, und. Mike, hast du Taxi schon erreicht? Oder? Ich habe noch nicht angerufen. Wir müssen heute Bus sollte aber easy noch fahren. Wir können auch noch Bus fahren. Aber Bro, hier ist schon seit einer Stunde kein Bus vorbeigefahren. Ja. Sonst fährt hier immer einer vorbei. Ich glaube, hier fährt keiner mehr. Vielleicht kommt gleich nochmal so eine Pferdebande an und da können wir aufsatteln. Das frage ich mich immer. Glaubt ihr, wenn ich jetzt ein Flimser-Taxi bestelle, wäre günstiger oder wenn ich ein Laxer-Taxi bestelle? Wo müssen wir hin? Müssen wir nach Lax? Nach Lax, aber wir sind in Flims. Ich glaube, dann wären Flimser-Taxi. Also die zahlen ja meistens, also du zahlst ja nicht in den Anfahrtswegen meistens. Okay. Safe, oder? Also nicht bei Uber. Warum hat er zwei Ringe an einem? Das ist einfach so ein Gummiband. Genau. Du sagst, du hast ADHS oder so? Nein. Okay. Ich glaube, ich habe wirklich kein ADHS. Okay, aber hier liegen halt lauter zerfetzte Sachen und du spielst mit einem Gummiband seit 3 Stunden rum. Also bin ich mir da nicht so ganz sicher. Alles, was hier liegt, wird einfach so langsam auseinandergerupft. Guck, Miguel muss auch lachen. Ey, Miguel hat sich doch Parfüm drauf gemacht, oder? Oh! Playboy! Ey, aber wenn. Das riecht sehr gut, das riecht sehr gut. Guck mal, eigentlich hat. Mann. Hä? Das riecht sehr gut, meine ich. Das ist dein Parfüm. Ja? Was ist euer Parfüm, ne? Ich stinke immer mit Absicht wegen meiner Freundin. Ah, okay. Ich auch. Dass ich quasi dann so die anderen Girls schon von Weitem denie. Ja, smart. Ja. Ich rede auch, also für mich sind die auch ausgeblendet, ne? So. Welche anderen Girls, hä? Weiß nicht, was du meinst. Same. Also für mich, ich sehe da immer nur so unten auf dem Boden sich die Schatten rumlaufen. Auf, aber ich glaube gerade zu dem Eis gerade. Wir müssen jetzt mal das Thema wechseln. Ey, wie lange lassen wir uns zusammen heute alle wegficken? Wir beide? Nein! Hast du eigentlich heute Ibu genommen? Nein. Das war das most fake Nein, aber was ich je gehört habe. Du hast hundertprozentig Ibus genommen. Aber Fentanyl. Nein, aber ich habe gesehen, guck mal, das jetzt ist witzige Story, okay. Mike gibt mir die Ibus und ich will sie dann in meine Jackentasche reintun, falls ich sie brauche. Und während ich sie reintun, merke ich, dass ich dann noch Ibus vom letzten Skiurlaub drin habe. Da habe ich sie ihm zurückgegeben. Ganz kurz. Ja. Der hat mir gerade seine WhatsApp-Nummer geschickt, um dass ich ihm unseren Standort schicken kann. Das ist scammy, Bro. Weiß ich nicht, ob das scammy ist, oder? Vielleicht sind die Leute hier einfach so drauf. So, ihr regelt das, ich muss mich umziehen. Ich hole mir auch, glaube ich, doch kurz eine
Decke. Danke für die Unterhaltung den ganzen Tag, liebe übel krank im Bett und der Stream rettet. Kuss, Bro. Wer ist denn der hübsche, bärtige Champagner-Mädel mit Brille neben dir? Onlyfans, please. Das war Wieland gerade. Aber der ist schon weg. Ich hole mir ganz kurz meine Jacket und dann bin ich auch wieder da. Gibt's einen Leute, der vom Taximann? Ich hab ihm jetzt unsere Adresse geschickt und ich hoffe, der kommt. Okay, aber hast du gehört, dass wir 6 Leute sind? Nee, das hab ich vergessen. Danke, dass du mich erinnerst. Willst du mir noch sagen, wie ich E-Mails schreibe? Alter Maul! Wirklich. Der Mann macht mich fertig. Mike, ich will deinen Schwanz blasen. Nein, cool. Hat Tim schon gekifft? Nee. Mike, nimm meine Tochter. Das wird schwierig, außer sie ist ein Typ. Dominik chillt doch. Okay. Aber ist egal, wir gehen trotzdem, let's go. Bro, erinnert mich an Lars Schlappen. Ich sehe nicht aus wie Jan Schlappen. Also zusammen, wir haben gerade kollektiv entschieden, dass wenn die Musik scheiße ist, dass wir den Superstar-Status ausnutzen und du zum DJ gehst und sagst, okay, dafür bin ich echt schwer. Ja. Oh. Aber ich glaube, schnell. Ja. Ich glaube, das dauert jetzt. Das ist ein geiler Plan, aber. Ein Guy fragt die ganze Zeit, wann ich Onlyfans mache. Was ist so ein. Mike, Digga, mach den Chatbot aus, Junge. Keiner fragt das. Du hast einen Chatbot, der das so 31 Minuten reißt. Hopp, 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 hopp. 90% der Skilehrer schauen gerade eh den Stream. Nee, boah, die werden gerade besoffen schon alle sein. Stell dir mal vor, das ist wie bei Public Viewing, dass die irgendwo so einen großen Bildschirm haben und da laufen wir gerade. Hab ich auch gerade überlegt, dass da ein Bildschirm ist. Ja, Alter, Leute. Das ist krass und wir gehen da gleich hin. Die Leute wissen das alle, aber jemand schreit da. Danke, so Alter. Zusammen. Boah. Lest doch mal die Beschreibung im Laden vor. Ja, jemand hatte donated und hatte die Beschreibung reingepackt. Warte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die da so Public View-mäßig sitzen. Die Indie-Bar im Rock-Resort steht für jungen Style in Sachen Musik, Ambiente, Drinks, Snacks und Games. Mhm. Im Indie kann man einen guten Tag am Berg in lockeren Atmosphären ausklingen lassen. Nur im Winter geöffnet. Digga, das hört sich so derbe Scheiße an. ChatGPT schreibt mir eine Beschreibung für meine Après-Ski-Bar für junge Leute. ChatGPT schreibt mir einen Text für eine hippe Bar. Ja, genau. Erfasse einen besseren Text jetzt. Okay. Boah, wie würde man einen guten Club beschreiben? Das ist echt schwer. Hier fliegen die Fetzen. Hier Mädels fliegen die Fetzen. Alle sind komplett aus dem Häuschen. Die Musik ist mega. Da ist es nicht, Bro. Soll ich ChatGPT echt die Frage überlegen? Schreibe mir einen sehr guten Beschreibungstext mit 4 Sätzen für einen sehr guten Après-Ski-Club. Okay, warte. Ich glaube, ich kann es auch vorlesen lassen. Nee, kann man nicht. Okay, dann lese ich es aber vor. Tauche ein in die pulsierende Atmosphäre unseres exklusiven Après-Ski-Clubs, wo Eleganz und Unterhaltung auf atemberaubende Bergkulissen treffen. Genieße hochwertige Cocktails in unserem stilvollen Lounge-Bereich, während DJ Beats die Tanzfläche zum Leben erwecken. Unser aufmerksames Personal verwöhnt dich mit erstklassigem Service, während du die Gesellschaft der schneebedeckten Alpen in vollen Zügen erlebst. Der perfekte Ort, um einen unvergesslichen Tag auf der Piste stilvoll ausklingen zu lassen. Züchtiger! Das klingt nach so einem irritierenden Strip-Club. Ja. Aber nicht nach einer Abgeben. Das ist krank, Alter. Alter, what the f***? DJ Beats. Ich hab richtig Bock auf ein paar DJ Beats zu feiern heute. Oh Mann, ey. DJ Meat Beats. DJ Beats klingt wie ein Sexualstraftäter. Bro. Crazy. Oh, ey, wir müssen uns wirklich beeilen, ne? In 2 Stunden macht der Laden schon zu. Wie gehen wir da hin? Für dich machen die Taxislichter. Digga, das ist der Spritloch, Digga. Da werden die noch nicht 21 Uhr zu machen, ne? Die da nur 3 Stunden auffahren, da kannst du auch gar nicht genug tanken. Digga, wie soll ich mein Auto voll tanken? Da hat's gar keinen Sinn. Bist du hier beim DJ Omega? Nee, hoffentlich nicht, Digga. Hoffentlich nicht. Ich guck mal kurz, wie lange die Bar offen hat. Schließt um 1, steht hier. So. Haben dich sogar als Special Guest auf Insta erwähnt. Nein, ihr, das muss Caps. Oh mein Gott, bitte sag mir, das ist Cap. Oh mein Gott, ich hoffe so sehr. Oh mein fucking Gott. Nein, es ist Caps. Aber heute ist Lara Love da. Lara Love macht heute DJ. Ich weiß nicht, was der Vibe da ist. Was macht denn Lara Love? Ich weiß nicht. Lara Love, wir können mal gucken. Lara Love klingt ehrlich mehr wie ein Porname, muss ich sagen. Lara Love. Set, gebe ich meine. Okay, da kam jetzt gerade schon 32 Blowjobs Weltrekord mit Lara Love. Okay, das ist was anderes, glaube ich. Das ist es, glaube ich, nicht, Leute. Da kommt nichts. Ich weiß nicht, wie gut das ist als Zeichen, aber wir lassen es so überraschen. Also, die Bewertungen sind richtig gut. Von ihr oder von... Nee, von der Location. Bedienung manchmal etwas gestresst, aber oftmals sehr gute Atmosphäre und beliebter Treffpunkt. Fresh und frisch. Oh nein. Digga, Benedict Local Guide. Fresh und frisch, coole Bar. Digga, ach du Scheiße. Einer hat einfach nur 5 Sterne da gelassen und geschrieben, 6 Pitcher bitte.
Keine Ahnung, was das heißt. Tolle Bar, Getränke und Spiele. Allerdings ist der Service an der Bar wirklich schlecht. Die Barkeeper schauen nicht hin und bedienen am Ende wahllos. Was ist denn mit einem Star da? Dann ist das alles ein bisschen spannend. Ich meine, wenn er ein Star ist, dann du, oder? Ja, voll. Oh, Lava, Lava kann auch gerne mal bei mir auflegen. Ich gehe Peter Beat. Oh Mann, bitte nicht, Bruder. Also sieht sehr gut aus. Wir können mal bei Facebook vorbeigucken. Geil, aber. Ja, ja, doch. Klang ganz cool. Nee, das war einfach, das war von den, von deren Programm, was sie dieses, diesen Monat haben, war das so die Hintergrundmusik. Aber ich glaube, ich dachte, es war ganz cool, so um den Vibe zu checken. Ich glaube, Mike hat vergessen, das Taxi zu rufen, Bro. Es ist immer noch niemand da. Das denn sind diese 0815 DJ-Songs. Das Taxi steckt im Schnee. Aber du holst uns mit Insta-Story dann rein, oder? Was, Bruder? Du holst uns mit Insta-Story dann rein, oder? Damit wir alle ich würde dann mit Insta-Story versuchen, da einen Tisch zu organisieren auf gute alte Concrafter-Manieren. Mal gucken, ob das klappt. Hallo, wir hatten das Taxi bestellt. Sind Sie gleich da? Hallo, wir haben das Taxi bestellt. Okay, bis gleich. Text to speech. 5 Minuten. Hallo, wir haben das Taxi bestellt. Digga, wirklich. Text to speech. Hallo, Mike Solzi hier. Wir haben das Taxi bestellt. Ach, schon, Roman Jakob. Hast du genug Bargeld, Kevin? Bargeld? Ja, was weiß ich, ob man dem Schuppen mit Dings zahlen kann. Braucht einer von euch Franken? Ich hab keine Franken. Ach du Scheiße, die haben ja keine Euro hier. Dann willst du doch die Insta-Story. Fuck, wie zahlen wir das Taxi? Wie zahlen wir das Taxi? Oh. Nehmen die hier Euro, Leute? Nein. Mann, ey, immer diese Leute, die so auf Special machen. Das geht safe. Was geht safe? Mit Euro? Das Taxi. Kann manche, manche haben aber auch so die Zit. Ja, ja, normalerweise haben die so Kreditkartendinger drin. Ja, in Deutschland. Okay, wir fragen. Viel weiter als wir in Deutschland. Wir fragen. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die weiter sind. Wir fragen mal. Und. Ey, ansonsten hat Tilo gesagt, dass er uns einlädt. Tilo und Raffi meinten, die laden uns ein. Hab ich gehört. Haben die nicht gesagt, aber. Du musst denen ein Insta-Shoutout geben und dann laden die uns ein. Tim WhatsApp, schreibt Kayo. Ja, ich hab's verstehen, was er meint. Das geht mir bei Kayo oft so, ne? Ja. Kayo, du redest manchmal eine andere Sprache, als wir es tun. Kann Mike Polnisch? Nein. Mike ist kein Pole. Ist nur der Nachname. Aber es. Machst du dich, würdest du dich cooler machen, wenn du Pole wärst oder nicht? Wärst du gleich cool oder cooler als Pole? Ich finde es low-key weird, aber ich finde, also was ist weird, aber kennst du das? Ich finde Polen übel hot. Also männliche Polen finde ich übel hot, weil die auch, weiß ich nicht, ich weiß nicht warum, die sind alle hot. Okay, weiß ich nicht. Ich kenne nicht so viele männliche Polen. Aber die dann in Polen wohnen, nicht ich die deutschen Polen. Ich hatte früher, als ich Tinder benutzt habe in meiner Hometown, wurde ich immer gematcht mit polnischen Damen. Ja. Und die waren so viel zu hübsch für, dafür, dass die mit mir matchen würden. Ja, das und da war irgendwas weird dran. Hinterfragt das lieber. Und dann irgendwann noch. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann. Nee, aber polnische Typen richtig süß. Polnische Girls auch crazy, schreibt einer. Wann mein Freund ist Pole als W-Take. Ah, ich war. Achso, also wahrscheinlich so, das heißt. Ich war wegen irgendeinem Placement von Nova. Also ich weiß, welches Placement. Ah, ja, ich weiß, da war die in Polen. Genau. Wie heißt die Abschnitt? Ich komme nicht so auf Warschau. Wir waren aber nicht in Warschau, wir waren in einer anderen Stadt. Aber ich weiß nicht mehr, egal. Ja. Auf jeden Fall hatte ich da Grindr noch. Die Typen waren alle so. Mike, du hast immer noch Grindr, du brauchst jetzt nicht so tun. Mike ist 3 und CCH viel zu hot. Und da hast du polnische Penisse gesehen? Ja, und wirklich, diese Typen sind so krass hot gewesen. Das war anders. Hattest du polnischen Sex? Ja. Hattest du schon mal Sex mit jemandem, der weder Deutsch noch Englisch hat? Ja, ja. Aber wie habt ihr kommuniziert? Mit Hand und Fuß, sag ich mal. Das Ding ist, wenn Grindr ist. Der Taxifahrer komme heute nicht mehr, ihr seid zu komisch. Das Ding ist, wenn du ein Grindr-Date hast, das ist ja basically klar, was passiert. Und dann musst du dich aber eigentlich nicht verstehen. Das ist crazy. Das ist irgendwie komisch. Weil Sex, Sex auf Abruf. Weil das ist komisch. Das würde es ja, nicht komisch, aber das würde es ja bei einem Hetero. Also das ist ja sehr untypisch für ein heterosexuelles Date, ja, das ja dass, man, dass der Typ reinkommt oder das Girl reinkommt und man fickt. Ja, das ist ja auch kein Date. Also ja, Chad würde jetzt schreiben, bei mir ist das immer so, ja, ja, Jungs, komm, chillt, okay. Ich weiß, ihr seid unfassbare Playboys, aber, I don't know. Die große, schwule Edeltalk-Folge. Mike's Wissen. Mike würde doch in Tinder-Likes ertrinken, oder nicht? Weiß nicht, wie ist das? Ich hab keinen Tinder mehr. Aber du hattest es ja mal. Nee, weil ich auf Fotos hässlicher bin als in echt. Das stimmt, ne? Also ist jetzt nicht krass viel, nein, aber du siehst in echt weitaus besser. Ja, aber Realtor ist viel besser so rum. Ja, andersrum viel alles schlimmer. Ich bin überrascht, aber ja. Ich weiß nicht, warum. Aber ist es nicht bei Typen oft so? Ist nicht bei Typen oft so? Ja. Ich habe das Gefühl, die meisten Typen sehen dann echt feitlos besser aus. Ja, es hat auch viel Charakter und viel Ausstrahlung. Ja, 100%ig. Ja. Die meisten Typen wissen aber nicht immer gute Bilder von sich. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein großes Gap zwischen Girls und wirklich. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Warum ist es bei Frauen so mehr so ein Ding? Bro, Marsha ist so, also auch schon bevor sie so public war und wir so sie jetzt in der Öffentlichkeit gezeigt haben, war sie so auf so Bilder und Bro, wir sind so bei der Weihnachtsfeier, also sie und ihre Mädelsgruppe haben so eine Weihnachtsfeier gemacht
Bro, die waren da so auf Bilder aus einfach. Ich denke, ich wollte einfach nur das Raclette essen da. Auf einmal, wir mussten eine halbe Stunde Bilder-Session machen, Bro. Das ist crazy gewesen. Wollen wir schon mal den anderen? Miguel, wie lang kommt ihr? Das ist viel zu warm. Ja, hier runter. Also hier, damit wir rausgehen können. Ich glaube, wir sind unten, wir warten vor uns. Achso, ihr seid unten? Ach, Digga, die chillen jetzt unten. Sorry. Kevin hat mir fehlerhafte Informationen gegeben. Gehst du raus schon mal? Lass losfahren, oder? Wir warten auf unser Taxi, Bro. Wir fahren direkt los. Gehst du raus schon mal oben? Kannst dich aussperren. Ja. Jetzt hab ich gerade meine verfickte Jacke ausgezogen, Mann. Oh, Mann! Okay, let's go. Soll ich die falsche Jelly mit dem Polizeiwagen?